Hallo, hier ist Moho wieder aus Osaka. Seit inzwischen einer Woche geht es um Ego und Ich. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige von euch das inzwischen auch schon wieder langweilt, ne? Warum reitet der Moho so viel auf dem Ich und dem Ego herum, wenn er am Ende sowieso nicht mehr zu sagen hat, als dass das Ego gar nicht so schlimm ist? Man muss gar nicht so auf dem rumreiten, ne? Gestern ging es darum, warum Vergewaltigung nur negativ sehen, ne? Wenn du erkennst, dass du sowohl Täter als auch Opfer bist und es eigentlich gar nichts gibt, das vergewaltigt werden würde, ne? Ist es doch gar nicht so schlimm. Naja, also ich möchte den Begriff trotzdem vermeiden, ne? Die nächste Stimme, die ich vorlese, das ist eine, nicht die einzige, ne, aber eine von vielleicht eher wenigen Stimmen in der Kommentarspalte, die ich immer sehr vernünftig finde, ne. Wer das genau ist, weiß ich nicht, aber offenbar jemand, der auch schon mal in Antaiji war, ne? Also immer wenn ich Kommentare von dieser Person lese, frage ich mich, wer könnte das wohl gewesen sein, ne? Aber ich habe keine Ahnung. Trotzdem, ich lese mal zwei von den Kommentaren vor. Eine bezieht sich auf dieses Video Ego-Vergewaltigung, ja oder nein, ne? Ein anderer Kommentar, der ist schon ein bisschen älter, da ging es um die Frage, wie mache ich die Arbeit zur Übung? Dazu hat diese Person auch etwas sehr Interessantes für mein Gefühl gesagt. Ich lese die beiden jetzt mal vor, ne? Ich habe das ganze Drama ums Ego nie wirklich verstanden. Und es hat mir auch wohl selten geholfen. Was mir irgendwann mal sehr geholfen hat, war der Intuition nachzugeben, dass da doch kein Ego, sondern zwangsläufig Erleuchtung auf dem Kissen sitzt. Erleuchtung poltert 3:45 mit der Glocke über die Flure. Also das ist die Zeit, wenn in Antaiji die Leute mit der Glocke, mit der Weckglocke aufgeweckt werden. 3:45 Uhr. Na, wer ist es denn, der da noch leicht übermüdet durch die Gänge rennt? Ist das nicht wieder mein Ego, mein altes Ego, das die anderen aufwecken will und sich darüber ärgert, eine Viertelstunde früher als alle anderen schon aufgestanden sein zu müssen, schon um 3:30 Uhr, um die Lichter anzumachen in der Halle und um da ein Weihrauchstäbchen aufzustellen. Ist das nicht auch Ego? Und der Kommentator sagt, nein, das ist Erleuchtung, ne? Erleuchtung poltert 3:45 Uhr mit der Glocke über die Flure. Erleuchtung putzt sich müde die Zähne. Erleuchtung schlägt die Hondo-Glocke, die Glocke vor der Haupthalle. Und dann sitzt Erleuchtung 2 Stunden da und spielt mit sich selbst Erleuchtung suchen. Auf dem Weg zum Frühstück denkt Erleuchtung sich, klar, wieder nichts passiert. Aber sie hat kein Problem damit, denn es geht die ganze Zeit um gar nichts. Das gibt der Praxis eine ganz andere Färbung, als wenn man sich immer sagt, das ist ja noch mein Ego, mein Ego, mein Ego. Wenn ich nach Erleuchtung suche, ist es ja wieder mein Ego. Warum ist es mir noch nicht gelungen, mein Ego loszulassen? Und das sagt der Dogen ja auch im Bendo war, ne? Feuer sucht nach Feuer. Und das bedeutet nicht, das Feuer, das gar nicht nötig hat, nach Feuer zu suchen. Oder das heißt der Feuergott, ne? Der Feuergott sucht nach Feuer. Und der Mönch, dem das gesagt wurde vom Meister, der glaubte zunächst, das verstanden zu haben. Ach, ich muss ja gar nicht nach Erleuchtung suchen. Ich bin ja schon die Erleuchtung. So ist es aber nicht gemeint. Der Feuergott sucht nach Feuer, weil er Feuer ist. Und weil es die Aufgabe und das Wirken von Feuer ist, nach Feuer zu suchen. Feuer will mehr Feuer entflammen. Insofern, wenn Erleuchtung auf dem Kissen nach Erleuchtung sucht, überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Und wenn das
Feuer kein Feuer findet und die Erleuchtung findet keine Erleuchtung, während der 2 Stunden auch kein Problem. Da gibt es ja gar nichts zu finden. Weiter mit diesem Kommentar. Das gibt der Praxis eine ganz andere Färbung. Es nimmt den Stress, die Scham und das nutzlose Mangelgefühl aus der Sache. Es macht neugierig und vergewaltigt wird auch niemand. Und statt der ewigen Angst, irgendwas zu verpassen, hat man plötzlich seltsam liebevolle Gedanken um seine Dharma-Geschwister und Erlebnisse tiefer Dankbarkeit. Also das gibt es im Zen auch immer wieder. Wurde ja mal danach gefragt, Mitgefühl, gibt es denn das im Zen? Davon höre ich eigentlich selten was. Ne? Auch solche Gedanken kommen hoch. Ne? Aber nicht, glaube ich, nicht solange man glaubt, sein Ego noch vergewaltigen zu müssen. Ne? Oder glaubt, selbst der Vergewaltigte sein zu müssen. Wenn Samsara das Gefängnis ist, aus dem ich nur von außen ausbrechen kann, dann kann auch die Praxis das darstellen, finde ich. Und auch der Tod auf dem Kissen muss ja kein Blutbad sein. Vollkommen richtig, ne? Es ist ein ganz entspannter Tod. Das Sterben auf dem Kissen ist kein Blutbad, sondern es ist Loslassen, großes Loslassen. Auch Loslassen von der zwanghaften Vorstellung, ich muss ja jetzt noch mein Ego loslassen. Loslassen bedeutet, sich auch mal sagen zu können, ich muss ja gar nicht loslassen, denn es gibt ja gar nichts, das losgelassen werden muss. Und jetzt noch der Kommentar, ebenfalls, glaube ich, sehr wichtig, zu dem Video, wie mache ich dich die Arbeit zur Übung? Da schreibt diese Stimme, dies ist keine Übung. Das ist ein Zitat von mir, ne? Das habe ich im Antaiji immer wieder gesagt, zum Beispiel bei den Team-Meetings. Ne? Also im Englischen sagt man ja Practice, ne? Und Practice, auf Deutsch kann man auch Praxis sagen, kann im Englischen auch Übung bedeuten, ne? So wie eine Feuerwehrübung, ne? Oder man übt für ein Baseballspiel. Ne? Practice oder Praxis kann aber auch bedeuten, dass man etwas tatsächlich ausübt, in die Praxis umsetzt, so wie ein Arzt, der praktiziert. Der lernt ja nicht, um später noch Patienten zu heilen, sondern wenn der Arzt in seiner Praxis, die genau aus dem Grund Praxis heißt, praktiziert, dann übt er Medizin aus. Er heilt tatsächlich Menschen. Ne? Und wenn ich sage, den Antaiji, das ist keine Übung, dann meinte ich, es ist nicht so wie Feuerwehrleute, die für den Ernstfall üben, sondern wir praktizieren hier den Ernstfall. Ne? Dies ist keine Übung. Das heißt, wenn Dogen sagte, Praxis ist Erleuchtung, dann meinte er, Praxis ist keine Übung, um später Erleuchtung zu erlangen, sondern die Praxis ist Ausübung der Erleuchtung. Ne? Also besser wäre es im Deutschen, wenn man das Wort Praxis, weil es wie ein Fremdwort klingt, wenn man das Wort Praxis vermeiden will, dann sollte man wahrscheinlich besser nicht Übung sagen, sondern Ausübung. Obwohl ich in Futter für Pferd und Esel selbst manchmal, glaube ich, den Begriff Übung verwende. Ne? Übung nicht im Sinne von Übung für was, sondern Übung bedeutet, wenn wir im Zen von Übung sprechen, Ausübung. Es ist der Ernstfall. Aber weiter mit dem Kommentar. Dies ist keine Übung. Das war die wichtigste Erkenntnis für mich in Antaiji. Antaiji ist der Ernstfall. Genau das habe ich immer wieder gesagt. Ne? Das Fegen, Kochen, Sitzen selbst ist bereits der Ernstfall. Oder meinetwegen, wie Dogen sagt, Erleuchtung. Solange ich übe,
bin ich mit etwas anderem befasst als dem bloßen Tun. Das kam immer wieder vor, ne, dass Leute nach Antaishi kamen und zum Beispiel sagten, Antaishi ist ja gar kein richtiges Kloster. Ne? Wir sind jetzt erstmal 3 Jahre in Antaishi, um uns vorzubereiten und später gehen wir dann noch nach Eheji oder so, um uns dann wirklich zum Zen-Meister ausbilden zu lassen. Ne? Für solche Leute war Antaishi natürlich Übung, ne? Übung für später. Aber so ist es nicht gemeint. Jeder Tag in Antaishi ist Ernstfall, ne? Deshalb wird ja auch immer wieder gesagt, es könnte dein letzter sein. Oh, Ernstfall. Dein Kopf brennt. Dein Kopf brennt. Du hast keine Zeit für Feuerlöschübung. Es geht um mich und um meine Hoffnung, statt um die Gemeinschaft. Wenn ich übe, ne? Also wenn ich mir denke, das ist ja alles nur eine Übung hier, dann geht es mir nur um mich und meine Hoffnung, statt um die Gemeinschaft und die Wirklichkeit. Es geht um eine Theorie über das Tun, statt um das Tun selbst. Deswegen bringt Üben, einschließlich Sitzen, uns nie wirklich voran, ne? Also Üben ist nicht Erleuchtung. Praxis ist Erleuchtung. Es lässt uns lediglich auf immer neue Weise scheitern wie ein Koan, bis man irgendwann die Schnauze voll hat und entweder geht oder aufhört, irgendwas zu üben. Sehr wichtiger Kommentar, würde ich sagen, ne? Üben ist nicht Erleuchtung. Entweder du gehst, ne, und suchst dir einen anderen Meister, bei dem du üben kannst, oder du hörst auf zu üben und beginnst den Ernstfall zu praktizieren. Okay, weiter geht's morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.